Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein in der Gemeinde. Ich habe mal kurz überlegt, es ist wahrscheinlich 30 Jahre her, dass ich das letzte Mal in einem Gottesdienst eurer Gemeinde war. Das war natürlich nicht hier, sondern in einem anderen Gottesdienst. Da hat mein Vater gepredigt und ich bin als Kind mitgekommen. Und ansonsten war ich, glaube ich, nicht in einem anderen Gottesdienst hier. Deswegen bin ich umso glücklicher, jetzt hier zu sein. Und ich fühle mich auch sehr wohl bei euch. Es sind so viele Bekannte, Fußballkollegen von mir, gute Freunde meiner Eltern, meine Babysitterin Lilly habe ich gesehen, die früher auf uns aufgepasst hat, als wir so alt waren. Also ich fühle mich pudelwohl hier und freue mich, hier bei euch zu sein. Und am meisten freue ich mich darüber, mit euch in einen Bibeltext einsteigen zu können, der mir sehr wichtig geworden ist. Und ich möchte starten mit einem kurzen literarischen Einschub, nämlich, lasst es mal auf euch wirken. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Nein, ich sag's mal so, ein paar müssten es von euch kennen, weil die es bei mir im Unterricht mal gehört haben. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werf ich hinab, verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Wer kennt den Anfang? Ja, eine Handmeldung sehe ich. Es sind die ersten Verse aus Friedrich Schillers Ballade Der Taucher aus dem Jahr 1797. Und in dieser Ballade wird uns ein König präsentiert, der fasziniert ist von dem Meer. Der steht an den Klippen irgendwo am Meer und er ist fasziniert von diesem Wasser, von dieser Macht, die dort ist. Und er hat einen goldenen Becher und wirft diesen goldenen Becher in dieses Wasser hinein, die Klippen hinunter in das Meer. Und das Meer wird beschrieben als wild tobend. Und er fordert nun seine Ritter, die da bei ihm stehen, dazu auf: So Männer, wer von euch wagt es, diesen Becher rauszuholen? Wer springt da hinein und holt diesen Becher raus? Derjenige, der schafft, der darf ihn behalten. Und angesichts dieser Wassermassen, die da unten so toben, traut sich keiner in dieser Ballade, der Ritter, dort hineinzuspringen. Bis auf einmal ein Knappe, man könnte sagen ein Lehrling, ein Ritterslehrling, ein Diener, der den Rittern eigentlich zuarbeitet, bis er es schließlich wagt und es schafft. Er kommt mit diesem Becher wieder hinaus aus dem Wasser und er berichtet wie folgt darüber. Lang lebe der König, es freue sich, wer da atmet im rosigen Licht. Da unten aber ist's fürchterlich. Und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen. Was für den König faszinierend war auf der einen Seite, ist für den anderen, für diesen Knappen, der abgetaucht ist, grauenhaft. Und in der Tat, das Meer, wenn wir uns dem Meer widmen oder uns es anschauen, dann hat es aus meiner Sicht immer diese zwei Seiten. Auf der einen Seite gewaltige Wassermassen. Und wenn wir Dokumentationen sehen über den Ozean, über diese Vielfalt, die da im Wasser ist, dann ist das faszinierend. Das ist gewaltig, was dort so alles ist. Auf der anderen Seite hat es aber auch diese grauenhafte Komponente. Wenn man an Unglücke von Schiffen denkt, wenn man an Ertrinkungstod denkt, dann ist es etwas Grauenvolles, was irgendwie mit diesem Wasser einhergeht, das einem die Luft zum Atmen nimmt. Und es wirkt bedrohlich, bedrückend und düster. In unserem heutigen Text, den ich mit euch besprechen möchte, geht es auch um so eine Tiefe, in der sich ein Mensch befindet. Der Psalm 130 ist gewissermaßen ein Schrei aus der Tiefe. Und wir werden uns diesen Text einmal genauer anschauen und hoffentlich viel daraus für uns mitnehmen können. Lass uns einmal den ersten Teil lesen, die ersten drei Verse aus dem Psalm 130. Ein Wallfahrtslied. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, ja, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Erstmal diese ersten drei Verse, gefangen in der Tiefe. Wir sehen ganz am Anfang, dass der Psalm überschrieben ist mit dem Wort Wallfahrtslied. Manche Übersetzungen von euch zeigen das vielleicht auch anders, dort steht, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Also entweder hat man diese Psalme, die mit Wallfahrtsliedern überschrieben waren, auf dem Weg nach Jerusalem gesungen, gebetet, rezitiert, also während man zu den Festen zum Tempel hingegangen ist und hat sie unterwegs also gesungen, oder wenn man schon dort war und diese verschiedenen Stufen zum Tempel hochging, dass man sie auf dem Weg, also auf jeder Stufe dann einen bestimmten dieser Wallfahrtspsalmen gebetet hat. Da ist man sich nicht ganz sicher, aber es hat immer mit diesem Weg zum Tempel zu tun. Also auf dem Weg zu dem Fest wurden diese Psalmen gesungen und gebetet. Und sie hatten also diese Funktion des Erinnerns oder des sich neu Bewusstmachens.
Während ich zu Gott gehe, zu dem Tempel hin, zu diesem Fest als Israelit, mache ich mir ganz bestimmte Inhalte meines Glaubens noch einmal neu bewusst. Nämlich diese, die in diesem Wallfahrtslied vorkommen. Und das waren ganz häufig ganz grundlegende Themen und ihr werdet es gleich merken, es ist ein ganz grundlegender Text, den wir hier besprechen werden. Aber er hat den Zweck, dass wir uns immer wieder neu das vor Augen führen, was Gott getan hat in dem Leben von anderen, im Volk von Israel und in unserem eigenen Leben. Also es sind Aspekte in einem Wallfahrtspsalm, die die Juden immer wieder vor Augen haben wollten. Und dann kommt der Verfasser dieses Psalms auch schon gleich zum Punkt. Es wird sofort deutlich, worum es hier gehen soll. Der Verfasser befindet sich an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Das wird gleich zu Anfang dieses Psalms deutlich. Er ruft aus den Tiefen zu Gott. Und an dieser Stelle ist es nicht näher erklärt, wie diese Tiefe aussieht, was diese Tiefe ausmacht, was genau passiert ist in dem Leben. Wir wissen also nicht sofort, worum es sich handelt. Wenn wir uns aber das Wort anschauen, das hier für Tiefe benutzt ist, also das hebräische Wort kann man ja mit Lexikon und Wörterbüchern gut nachvollziehen, dieses Wort kommt an 5 Stellen im Alten Testament vor. An dieser Stelle hier, das ist die eine Stelle, da wird es nicht näher definiert, an allen anderen 4 Stellen wird für diese Tiefe eine Tiefe im Wasser ist damit gemeint. Also dass man irgendwie in die Tiefe des Meeres, dass die gemeint ist. Also nehme ich ganz stark an, dass wir hier auch in diesem Zusammenhang von dem Ruf eines Ertrinkenden ausgehen können. Also diese Tiefe hat irgendwie was mit diesen Wassermassen zu tun, in die man hineinfallen kann oder hineingefallen ist. Es ist der Ruf eines Ertrinkenden. Denn da ist jemand im Wasser und der hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Jemand, über dem die Wellen des Meeres zusammenschlagen und der aus eigener Kraft keine Rettung mehr finden kann aus dieser Tiefe. Und die Verzweiflung nimmt Überhand, so scheint es hier für mich in diesem Psalm. Und er ruft aus dieser Tiefe heraus, aus der Tiefe des Meeres. Und ich glaube, wir können uns diese Situation bildlich gut vorstellen, was hier los ist. Es ist natürlich nur eine Metapher, eine bildliche Darstellung. Hier ist also ein Mensch, der am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angekommen scheint. Die Probleme, die Schwierigkeiten, die türmen sich über ihm auf, wie dieses meterhohe Wasser des Meeres über einem Ertrinken. Dieser Mensch, hier in diesem Psalm, ist gefangen in der Tiefe. Und in dieser Tiefe angekommen, ruft dieser Mensch verzweifelt zu Gott um Hilfe. Er bittet Gott, auf seine Stimme zu hören. Das lesen wir in Vers 2, gleich zweimal diese Bitte zu Gott, dass Gott sich doch dem Ertrinkenden zuwendet und auf das Flehen, auf dieses ganz dringende Bitten dieses Verzweifelten hört. Und dann erst im Vers 3 sehen wir die Einengung des eigentlichen Problems, das der Verfasser des Psalms hat, was ihn so in diese Verzweiflung treibt. Er spricht von Sünde. Es geht hier um die Sünde. Und im Prinzip ist diese verzweifelte Aussage, die wir im Vers 3 lesen, da sagt er, wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Wenn Gott Sünden anrechnen sollte, wenn Gott also sagt, du hast diese Sünde gemacht, angerechnet, das steht auf deinem Konto. Wenn Gott das tut, ja, dann gibt es keine Chance mehr für mich. Das ist die Erkenntnis dieses Psalmschreibers. Wenn du, Herr, diese Sünden anrechnest, wer wird bestehen? Eine rhetorische Frage, keiner. Keiner würde vor Gott bestehen, weil wir alle Sünden haben, weil wir alle Sünden mitbringen und weil diese Sünden uns runterziehen. Und damit ist der Verfasser dieser Zeilen beim Kernproblem von uns Menschen angekommen. Er sagt aus, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündig ist. Keiner kann sich davon ausnehmen. Es gibt nicht auf der einen Seite irgendwie die Sünder, die besonders böse sind. Ja, da sind die Sünder und auf der anderen Seite sind die Heiligen. Ja, das sind besonders gute Menschen, also Sünder gegen Heilige irgendwie ausspielen. Nein, er sagt, eigentlich sind alle Sünder. Wenn Gott das anrechnet, dann haben wir keine Chance. Dann ist es vorbei. Und diese Erkenntnis der eigenen Schuld und des Nicht-Herauskommens aus dieser Schuld mit eigener Kraft, die führt den Verfasser in die Verzweiflung. Diese Erkenntnis zeigt ihm, dass er wirklich gefangen ist in dieser Tiefe und dass er aus eigener Anstrengung da nicht herauskommt. Der Sog in diese Tiefe ist zu heftig. Wer von euch war schon mal schwimmen im Meer? Meldet euch mal. Doch, die absolute Mehrheit, ja. Wer von euch hat dabei schon mal Erfahrungen mit der Meeresströmung gemacht, während ihr im Meer geschwommen seid?
Ich noch nicht, lass meinen Arm jetzt unten. Aber es sind schon einige, die die Meeresströmung schon gespürt haben. Ihr werdet vielleicht ein Stück weit das nachvollziehen können, was ich von einem Ehepaar, das mir gut bekannt ist, kürzlich gehört hatte. Die waren auch im Meer schwimmen und haben nicht gewusst, dass dort an dieser Stelle eine besonders starke Meeresströmung auch war. Und sie sind gar nicht so weit im Wasser drinne gewesen, aber sie merkten auf einmal mit der Zeit erst der eine und dann der andere, dass die Strömung es auf einmal nicht mehr zuließ, dass sie zum Strand zurückkommen. Erst haben sie gesagt, ja okay, ein bisschen Sog ist hier da, ein bisschen Strömung da und sie versuchen zu schwimmen und merken, es ist aber ganz schön heftig. Also die Strömung zieht sie immer weiter weg vom Ufer und die Freunde von ihnen waren noch am Ufer und sie merken, sie kommen da nicht mehr hin. Und sie versuchen und mit immer mehr Kraft und mit allem irgendwann, was sie können, versuchen sie ans Ufer zu kommen und sie schaffen es nicht, weil die Strömung sie so seitlich, aber immer weiter weg vom Strand wegzieht. Bis irgendjemand von den Freunden das gemerkt hat, dass dort gerade etwas wirklich Dramatisches passierte. Gar nicht laut oder so, aber sie merkten, dort passiert etwas. Und einer oder sie haben dann zusammen versucht, dieses Ehepaar wieder rauszuziehen und haben es auch geschafft, weil sie so eine Art Kette gebildet haben und sich dann rausgezogen haben aus dieser Strömung. Aber dieses Beispiel, diese Geschichte, die ich hörte, dieses Erlebnis, das illustriert ziemlich gut die Situation des Psalmschreibers. Der Sog in diese Tiefe, in das Wasser, in das Meer, wird immer stärker. Und man fühlt sich machtlos dieser Naturgewalt ausgeliefert. Und auch unser Psalmschreiber hier in dem Text, er fühlte sich in seiner Verzweiflung wohl ähnlich stark weggezogen vom rettenden Ufer, in die Tiefe hinein des Meeres. Und diese Verzweiflung scheint so bei ihm fast Überhand zu nehmen. In unserem Leben können wir uns an ganz verschiedenen Tiefpunkten befinden. Und jeder von uns nimmt diese Tiefpunkte anders wahr, die wir haben können. Aber der Verfasser dieses Psalms hier spricht die größte Tiefe an, die ein Mensch haben kann. Es ist nämlich die Gefangenschaft in Sünde, die Gefangenschaft in der eigenen Schuld. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke aufgegriffen und Paulus sagt in Römer 3, 22 und 23, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist eine steile These, die Paulus hier aufstellt. Er sagt, alle sind sündig, jeder einzelne Mensch. Und das können wir ganz einfach an ein paar Beispielen überprüfen. Nehmen wir alleine die 10 Gebote. Ich würde sagen, in diesem Raum gibt es keinen einzigen Menschen, mich eingeschlossen, der noch nie in seinem Leben gegen ein einziges dieser Gebote verstoßen hat. Du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen und so weiter. All diese anderen Gebote, die da stehen. Jetzt sagst du vielleicht, na Moment mal, du hast noch niemanden getötet, du hast noch nie die Ehe gebrochen. Aber Jesus sagt uns, dass Ehebrechen, das Töten schon in den Gedanken anfangen. Wenn du deinen Nächsten beschimpfst, hast du ihn laut Jesus bereits getötet. Wenn du eine andere Frau begehrend anschaust, dann hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das ist das, was Jesus sagt. Und diese Liste der Sünden ließe sich fortsetzen. Unehrlichkeit, Wut, Auflehnung gegen Autoritäten, Unterdrückung von Schwachen, Geiz, sexuelle Unmoral und so weiter. Wir können diese Liste fortsetzen. Und da merken wir schnell, dass jeder von uns davon betroffen ist. Da gibt es keinen, der sich ausnehmen kann und sagen kann, nee, sündlos, ich bin sündlos, keine Schuld. Ich habe nie das Wort Gottes übertreten. Ausnahmslos, jeder Mensch ist sündig und damit schuldig vor Gott. Das ist das, was die Bibel sagt, was Paulus uns in dem Römervers sagt. Jeder von uns steckt tief in diesem Schlamassel drin. Und Paulus zeigt in Römer 6, 23 dann noch die Konsequenz auf für diese Sünde in unserem Leben. Er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde gleich Tod. Ewige Trennung von Gott. Ewiger Tod. Das ist die gerechte Folge für Sünde in unserem Leben. Und die Bibel spricht eben von diesem ewigen Tod. Dieser ewige Tod wird auch in der Bibel eben Hölle genannt. Wir sind ewig getrennt von Gott. Jeder sündige Mensch wird für alle Ewigkeiten in der Hölle getrennt sein von Gott. Das sagt uns die Bibel ganz eindeutig. Das ist die Konsequenz für Sünde in unserem Leben, weil Gott als absolut sündloses Wesen und heiliges Wesen nicht mit Sünde eben in Berührung kommen kann. Und ich möchte gar nicht hier über andere richten. Wir sollen nicht über andere richten, sondern jeder von uns sollte ehrlich sein zu sich selbst. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Tief in unserem Innern. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann wirst du zugeben müssen, dass du aus dir heraus nicht gut bist und die Sünde genauso in dir ist wie in jedem anderen Menschen. Das Einzige, was dich retten kann,
ist dieser Schrei aus der Tiefe zu Gott. Jeder von uns ist gefangen, wie der Psalmist, gefangen in den Tiefen des Wassers. Und wenn Gott gerecht ist und wenn Gott Sünden anrechnet, wie der Psalmist es hier sagt, dann wird es schnell düster für uns. Dann befinden wir uns hier wie in der Tiefe des Meeres ohne ein Entkommen. Wenn wir den Begriff der Tiefe noch ein Stück weit weiter ausweiten, findest du dich vielleicht auch noch ein Stück weit mehr darin wieder. Vielleicht ist die Frage der Schuld oder deiner Sünde ja schon geklärt mit Gott. Aber du befindest dich trotzdem an einem Tiefpunkt in deinem Leben. Du fühlst dich wie dieser Ertrinkende in deinem Leben, weil du gerade irgendeine Situation durchmachst, die dich wirklich runterreißt. Du fühlst dich ausgelaugt und ohne Rettung. Bei dem einen fühlt sich die drohende Arbeitslosigkeit an wie diese Tiefe, die dich gefangen nimmt und die dich kaputt macht. Die Perspektive scheint wegzubrechen und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll, finanziell vielleicht mit deiner Familie. Vielleicht erlebst du aber auch eine todbringende oder eine schwere Krankheit in deinem Leben oder im Leben deiner Lieben, deiner Bekannten, deiner Familie. Und dein Leben scheint dadurch vollkommen aus der Bahn geworfen zu sein. Manchmal erleben wir zwischenmenschliche Spannungen und Probleme in unseren Familien, in den Beziehungen mit Freunden, mit dem Ehepartner. Und wir empfinden das als so enorm, dass uns die Luft zum Atmen wegbleibt. Und auch als Christen können wir solche Zeiten, solche Momente erleben, wo nichts mehr hilft und unsere eigene Kraft einfach nicht mehr ausreicht, um aus dieser Tiefe zu entkommen. Und wenn du gerade jetzt in so einer Tiefe steckst, dann schrei zu Gott. Rufe nach deinem Retter. Wenn der Psalm hier stehen bleiben würde, dann wäre das ein ziemlich trostloser Text, den wir hier zum Predigen hätten. Es wäre wohl kaum ein Psalm geworden, der auf den Wallfahrten zum Tempel hin gesungen worden wäre und den man gebetet hätte. Was wäre denn die Aussicht gewesen? Man versinkt in der Tiefe des Meeres, die Sünde nimmt einem die Luft zum Atmen und lässt einem Dunkeln verschwinden. Aber dem ist nicht so. Wir lesen weiter, weil ab Vers 4 eine entscheidende Wende eintritt. Ich lese die Verse 4 bis 8. Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn. Meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir sehen hier in diesem zweiten Teil des Psalms eine interessante Struktur. In Vers 4 zeigt der Verfasser erst auf, warum es doch Rettung aus der Tiefe gibt. Und dann zeigt er zwei Veränderungen auf, die durch diese Rettung geschehen. Also Tiefe, wir sind in der Tiefe, der erste Teil des Psalms. Dann sagt er, es gibt Rettung und sagt warum. Und dann zwei Konsequenzen, zwei Veränderungen, die dann eintreten durch diese Rettung, die wir dann erleben können. Vers 4 bildet aus meiner Sicht das Zentrum unseres Textes. Diese Aussage ist die alles entscheidende Aussage in diesem Text. Damit steht und fällt die Zukunft eines in Sünde geratenen Menschen. Wenn Gott uns die Sünde 1:1 anrechnen würde, wie es der Psalmist erst so rhetorisch fragt, dann hätte niemand von uns eine Chance. Aber bei Gott ist Vergebung. Und Gott will mit jedem Menschen in eine gesunde Beziehung treten. Bei Gott gibt es Vergebung. Das ist die Aussage dieses Psalms. Und wichtig ist hier, dass es nicht heißt, Gott gibt einfach allen irgendwie so die Vergebung. Einfach jeder bekommt die Vergebung. Aber bei Gott gibt es die Möglichkeit der Vergebung zu seinen Bedingungen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es gibt bei Gott Vergebung. Die Rettung ist da, die Rettung ist möglich. Und das Ziel der Vergebung ist die Furcht, so heißt es hier. Also Ehrfurcht, Erstaunen vor Gott zu haben. Dieser große und heilige Gott macht es möglich, dass wir Vergebung erfahren. Und das versetzt uns in ehrfürchtiges Staunen. In Vers 5 wird dieser Gedanke der Vergebung dann noch weiter gestützt. Es wird erklärt, worauf diese Hoffnung und dieses Wissen über die Vergebung basieren. Der Psalmist sagt, er hofft auf den Herrn. Und dann sagt er weiter, dass er auf Gottes Wort harrt, also auf Gottes Versprechung. Und das Wort harren ist ein altes Wort. Ich weiß, das gebrauchen die wenigsten von uns im Alltag, aber in der Bibel finden wir es relativ häufig. Und das bedeutet so viel wie auf etwas warten. Aber nicht einfach nur warten, sondern etwas sehnsüchtig erwarten, dringlich darauf warten, etwas
ja, so wie man sich vielleicht auf Geschenke freut und sie erwartet, so als Kind auf Weihnachten bezogen, auf etwas wirklich stark hoffen, das steckt in diesem Wort harren drin. Und hier heißt es, er harrt auf das Wort Gottes, auf seinen Gott, auf seinen Retter. Da ist diese Erwartung an Gott. Gott, du hast es in deinem Wort gesagt, du hast es versprochen. Und darauf hoffe ich, darauf warte ich. Ich erwarte es, dass du dich daran hältst, was du gesagt hast. Und so wird es also mit diesen anderen Bedeutungsmöglichkeiten, wird es dann auch an anderen Stellen häufig übersetzt, dieses Wort harren. Es liegt also wirklich eine große Erwartung und Hoffnung auf Gott und auf sein Wort. Und darauf richtet sich hier der Psalmist aus. In seinem Wort hat Gott dem Volk bereits den Zeitpunkt der Vergebung, zu diesem Zeitpunkt die Vergebung angeboten. Er hat ihnen immer wieder gezeigt, dass er bereit ist, sich seinem Volk zuzuwenden, dass er Vergebung schenken möchte, wenn es die Sünden lässt und sich Gott voll zuwendet. Und auf diese Versprechen, die es schwarz auf weiß gab für das Volk Israel, beruft sich der Psalmist hier auf Gottes Wort. Gott, du hast es in deinem Wort gesagt und darauf möchte ich mich verlassen. Es gibt Vergebung für uns. Und dann sehen wir in Vers 6 die erste Veränderung. Also es gibt die Vergebung. Und was kommt jetzt daraus? Was erwächst aus dieser Vergebung? Und er sagt, die erste Veränderung ist, dass sie von der Dunkelheit ins Licht führt. In Vers 6 sehen wir es. Dieses Hoffen auf Gott ist nämlich wie das Warten der Wächter auf den Morgen. Nun, jetzt müssen wir uns in diese Zeit zurückversetzen, zur Zeit des Psalms, aber es geht bis ins Mittelalter hinein. Was ist denn mit dem Nachtwächter gemeint, der in der Nacht wartet auf den Morgen? Nun, der Nachtwächter hatte zwei wichtige Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe, die zwei Bereiche umfasste. Er musste für die Sicherheit sorgen. Was war denn die Aufgabe des Nachtwächters? Nun, er stand meistens auf einem erhöhten Platz irgendwo in der Stadt, auf Türmen manchmal oder wenn ein Berg in der Stadt war, auf dieser erhöhten Fläche. Und seine Aufgabe war es, Ausschau zu halten nach äußeren Gefahren. Gibt es also Feinde, die anrücken? Feinde, die unsere Stadt angreifen wollen? Und dann musste er seinen Job machen und die Bewohner der Stadt eben aufwecken und darauf hinweisen, da kommt Gefahr, da kommen Feinde auf uns zu. Der andere Job war, auf innere Gefahren zu achten, zum Beispiel auf Feuer. Wenn so ein Feuer in einer eng bebauten Stadt ausgebrochen ist, in irgendeinem Haus, und man hat damals ja nicht eine Heizung gehabt, wie wir sie heute haben, sondern mit offenen Feuerstellen meistens, dann konnte so ein Feuer ganz schnell eine ganze Stadt platt machen. Und seine Aufgabe war es, sofort nach einem Feuer Ausschau zu halten und wenn das Feuer da war, sofort die Alarmglocke schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, um alle aufzuwecken, damit das Feuer bekämpft werden kann. Also er hatte die Verantwortung für alle Menschen in dieser Stadt in der Nacht. Und jetzt können wir uns, glaube ich, gut hineinversetzen. Der Nachtwächter, der hoffte, dass der Morgen bald eintritt. Dass die Dunkelheit schwindet und das Licht, die Sonne kommt. Weil dann seine Schicht zu Ende ist. Die Verantwortung konnte er in diesem Moment abgeben. Also er hoffte, er arbeitete oder er wartete auf diesen Moment, dass endlich die Sonne aufgeht und er die Verantwortung für die Sicherheit aller Leute abgeben konnte. Das ist dieses Bild, das hier benutzt wird, von der Dunkelheit ins Licht. Also er fieberte diesem Moment des Schichtwechsels entgegen, weil dann endlich die Sonne, die Helligkeit kommt. Und der Psalmist sagt uns hier, er wartet noch mehr als dieser Wächter auf den Morgen. Weil mit der Vergebung die Helligkeit, das Licht, die Rettung ins Leben eines Menschen eintritt. Der Psalmist erwartet die Vergebung Gottes hier eben noch stärker als dieser Nachtwächter. Ne? Er sehnt sich so sehr nach dieser Gemeinschaft mit Gott, nach der wiederhergestellten Beziehung mit dem Schöpfer dieser Welt. Und wenn Gott diese Vergebung schenkt, dann ist es wie der Morgen für den Nachtwächter. Der Sog in die Tiefe verschwindet. Das ist das erste Bild, das er hier benutzt. Zum Abschluss des Textes in Vers 7 und 8 gebraucht der Psalmist dann ein zweites Bild für diese Veränderung, die durch die Vergebung eintritt. Sie führt von Sklaverei in die Freiheit. Hier werden die Begriffe Gnade und Erlösung benutzt. Und wir müssen uns hier einen früheren Sklavenmarkt vorstellen, auf dem Menschen verkauft wurden als Sklaven an andere Menschen. Und dann kommt jemand zu diesem Sklavenmarkt und sieht diese Menschen da und er kauft jemanden frei. Er kauft jemanden und lässt ihn frei. Dann wurde dieser Begriff der Erlösung benutzt. Dieser Mensch
ist nicht mehr in der Sklaverei, sondern er ist erlöst. Er wurde ausgelöst. Ne? Das finden wir auch im Alten Testament bei den Gesetzen, dass zum Beispiel die Erstgeburt ausgelöst werden musste. Es musste ein Ersatz für die neugeborenen Jungen bezahlt werden, geopfert werden. Sie wurden ausgelöst. Das ist auch wieder dieses Prinzip der Erlösung. Eigentlich musst du sterben, aber du wirst erlöst durch irgendein Tier, das an deiner Stelle dann geopfert wird. Und hier genau das Gleiche auf diesem Sklavenmarkt. Oder im Krieg, wenn Geisel genommen wurden, dann konnte es häufig so geschehen, dass diese Geiseln eben durch ein Lösegeld von ihrem Volk wieder freigekauft werden konnten. Und genau dieses Konzept steht hier dahinter. Und er sagt, Gott bei dir ist Erlösung. Bei dir ist dieses Freikaufen aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Und es wird hier gesagt, dass bei Gott diese Erlösung ist und dass er Israel von all seinen Sünden erlösen wird, freikaufen wird. Und das ist eine so geniale Botschaft. Was für eine Hoffnung hier durchscheint. Der Psalmist weiß, dass Gott seine Sünden und die seines Volkes vergeben wird. Er wird sie freikaufen aus der Schuld. Und damit wird er sie auch aus dieser Tiefe entreißen, in der er sich ursprünglich wegen seiner Sünden befand. Wenn du dich heute in dieser Tiefe wie der Psalmschreiber befindest, dann kann dich auch nur Gott dort herausretten. Nur er kann für dich diese Erlösung sein, wie der Morgen für den Wächter oder die Freiheit für den Sklaven. Aber wie ich schon angedeutet habe, die Vergebung Gottes hat Bedingungen. Gott sagt in seinem Wort, wie Vergebung geschehen kann. Gott vergibt nicht nur einfach so und irgendwie die Schuld, sondern er hat einen ganz genauen Plan, wie Vergebung erlangt wird. Und diesen Plan sehen wir in der Bibel. Ich habe ja erst schon Römer 6, 23 zitiert. Hier einmal der ganze Vers. Da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist die wichtige Bedingung für die Errettung. Eine Gnadengabe ist immer ein Geschenk. Und ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, aber man muss es annehmen. Wenn du den ganzen Monat für deinen Chef arbeitest, dann bekommst du am Ende des Monats einen vorher vereinbarten Lohn für deine Arbeit. Das ist kein Geschenk. Das ist die Belohnung oder der vereinbarte Lohn für das, was du getan hast. Es steht dir zu, es ist dein Recht. Du hast geleistet und du kriegst den Gegenwert dafür. Wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner macht dir ein Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder einfach so mal zwischendurch, dann ist es in der Regel nicht vorher vereinbart gewesen, dass ihr dreimal im Jahr oder so ein bestimmtes Geschenk zu erwarten habt vom Ehepartner, sondern der Ehepartner schenkt es dir aus Liebe einfach so. Aber du musst das Geschenk annehmen. Du kannst es auch in der Ecke liegen lassen, dann ist es nicht ausgepackt und liegt da einfach so. Das ist Gnade, wenn wir einfach so ein Geschenk jemandem geben, weil wir ihn lieben. Und genau das Gleiche ist es hier mit der Rettung. Gott möchte uns diese Rettung schenken. Es ist eine Gnadengabe. Unsere Bedingung ist es, sie anzunehmen und nicht zu versuchen, sie selber durch Leistung irgendwie zu erarbeiten. Das ewige Leben, also die Rettung aus unserer Schuld, ist ein Geschenk Gottes. Wenn du ein moralisch gutes Leben führst und deinem Ehepartner zum Beispiel immer treu bist, bringt es dir keine Vergebung. Viel Geld in die Gemeinde zu spenden, bringt dir keine Vergebung. In einer christlichen Familie aufzuwachsen, bringt dir keine Vergebung. Immer zur Beichte zu gehen oder zur Seelsorge oder wie auch immer man das nennen möchte, bringt dir keine Vergebung. Nach biblischen Werten wie Ehrlichkeit, Treue, Nächstenliebe zu leben, bringt dir keine Vergebung. Deine eigene Leistung, dein eigenes Tun bringt dir keine Vergebung. Dann würdest du dir das Geschenk Gottes verdienen wollen. Ich leiste, also bekomme ich. Nein, Gott schenkt uns Vergebung. Paulus zeigt genau das in Epheser 2 auf. Da heißt es in Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Gott macht es unmissverständlich deutlich, dass er der Retter ist und dass diese Rettung ein Geschenk ist. Aus uns heraus selbst gibt es keine Rettung aus der Tiefe unseres Lebens. Wenn wir aber den Begriff der Tiefe hier ein Stück weit ausweiten, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott
uns durch diese Tiefen, von denen ich erst schon sprach, die persönlichen Tiefen, auch aus diesen Tiefen herausretten kann. Auch wenn die jetzt nicht in erster Linie mit Sünde zu tun haben. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns durch diese Tiefen hindurchträgt. Durch all diese Lebenskrisen, die ich vorher aufgezählt habe. Es heißt nirgends in der Bibel, dass wir als Christen keine Schwierigkeiten erleben werden. Aber wir können uns auf das Wort Gottes verlassen. Und Gott hat gesagt, er steht zu uns. Er geht mit uns. Lass uns einen kurzen Blick im Psalm 23, Vers 4 werfen. Da sagt David, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist mit uns. Das heißt hier nicht, dass wir aus dem Tal des Todesschattens rauskommen sofort, aber dass Gott mit uns geht, dass er bei uns ist. Gott geht mit dir durch diese Tiefe. Und darauf können wir uns stützen, darauf dürfen wir vertrauen, weil der Psalmist das auch sagt, er traut auf Gottes Wort. Und das möchte ich euch hier auch ermutigend mitgeben. Lasst uns auf das Wort Gottes bauen. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott dazu steht. Wenn wir uns abschließend also den gesamten Psalm noch einmal vor Augen führen, dann sehen wir Folgendes. Wir Menschen befinden uns in einer großen Tiefe. Wir sind wie Ertrinkende, weil unsere persönliche Schuld, unsere Sünde uns von Gott trennen. Und manche merken das sehr deutlich, andere bemerken ihre verzweifelte Situation vielleicht noch nicht einmal, aber sie ist da und sie betrifft uns alle. Aus dieser Trennung von Gott wegen unserer Sünde kommen wir nicht selbst heraus. Es braucht die Hilfe von Gott, um uns aus der Tiefe des Wassers zu ziehen, durch ihn und sein Geschenk der Erlösung. Kommen wir aus der Dunkelheit ins Licht und aus der Sklaverei in die Freiheit. Ich schließe mit einer wahren Begebenheit, die sich im August 2020 an der niederländischen Nordseeküste zugetragen hat. Da war Marcin Kolczynski, ein polnischer Saisonarbeiter, und der war gerade in seiner Freizeit am Strand unterwegs, dort an der Nordsee, und telefonierte mit seiner Frau Monika, die in Polen war. Plötzlich sagte er am Telefon zu ihr, Moment mal, ich sehe dort Kinder im Wasser, ich glaube, da stimmt etwas nicht. Und er legt auf, und das waren die letzten Worte, die sie von ihm hörte. Marcin hatte wirklich drei Kinder, fremde Kinder entdeckt, die dort im Wasser waren. Und er merkte, dass etwas nicht stimmte, dass sie dabei waren, die Kontrolle zu verlieren, dass sie vom Meer weggezogen wurden und am Ertrinken waren. Und dieser Marcin, er stürzt sich ins Meer, schwimmt zu diesen Kindern hin, sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit dorthin kommt, dass andere noch dazukommen, rettet diese Kinder und wird dabei selber von der Strömung erfasst, rausgezogen und erst einige Zeit später gefunden, tot. Er als Fremder, als Ausländer sogar, sieht diese Situation von diesen holländischen Kindern, stürzt sich ins Wasser, setzt sein eigenes Leben ein, um fremde Menschen vor deren Tod zu bewahren. Und genau so ist es bei uns. Wir sind die ertrinkenden Kinder. Und Jesus sieht deine Not und rettet dich aus dieser todbringenden Tiefe und Gefahr, indem er selbst für dich stirbt. Lass uns diese Wahrheit heute mitnehmen. Egal wie tief du in Schwierigkeiten steckst, bei Gott gibt es immer Vergebung und Rettung. Amen.